what you don't see. But the best thing that's ever happened to you is sitting there, right on your nose.
right under your nose. So, guten Abend und herzlich willkommen zum Wort, zum Samstag und nicht zum Sonntag. Ich habe Sonntag schon gelesen im Chat, aber wir haben Samstag tatsächlich. Hallo. Genau, der Marius ist mit dabei. Jetzt muss ich mal ganz kurz, da ich habe schon wieder eine Release-Anfrage gesehen. Ich habe nichts mit der Wegberg-Modifikation an sich zu tun. Ich darf sie zeigen. Ich darf sie spielen. Und ich mache da auch ein, zwei Sachen. Aber grundsätzlich habe ich da nichts zu tun. Deshalb kann ich nichts zum Release sagen. Und ich wäre auch euch sehr verbunden, da keine weiteren Fragen in der Richtung zu stellen. Das ist nämlich irgendwann richtig schön anstrengend. 10 Sekunden am Stream schon versprochen. Alter, ich bin nicht besser. Ja, ich wollte es nicht sagen. Nimm ja einen reinwirken wollen, aber ja, ist eine Katastrophe, was soll ich sagen. Genau. Also, geplant ist, nach aktuellem Stand, kann sich natürlich alles immer noch ändern, dass wir jetzt ein bisschen Wegberg spielen und danach mal in Richtung Counter-Strike gehen, denn das ist meine nicht ganz so heimliche Liebe nach wie vor, die wir jetzt hier auch glücklicherweise im Discord-Team wieder entdeckt haben. Da spielen wir mal fleißig und immer auf das 2. Nee, auf das 2 werden wir nie spielen, weil wir only Inferno spielen tatsächlich. Aber für Leute, die keine Ahnung haben, um was es da geht, das erkläre ich dann nachher so ein bisschen. Aber wie gesagt, Counter-Strike, meine heimliche Liebe. Ich meine, die 1000 Stunden Spielzeit müssen irgendwo herkommen. Und deshalb gucken wir da nachher einfach mal noch rein. Was soll denn mit Retrofitting sein? Da kam doch jetzt der Teaser, habe ich gesehen. Der wurde ja auch geteilt und ja, sieht ja vielversprechend aus. Werden wir doch sehen, wann und wie und in welcher Form die Mod dann kommt, ne? Kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Habe ich jetzt auch keine Ahnung und auch keine Informationen weiter. Aber wir können jetzt ruhig schon mal, na wobei, ich muss ADC wechseln. Ruhig schon mal ingame gehen. Na, erkennt er das Vollbild? Ah, wunderbar, ich bin begeistert. Cage, ja, Cage habe ich auch gerne gespielt. Oder spiele ich immer noch gerne. Und Mirage ist auch noch ganz nett, aber alles andere ist für mich ein rotes Tuch. Nuke war früher noch gut, aber ist jetzt auch mittlerweile kacke. Ja, wie dann der Steam-Patch oder die Spielbarkeit auf Steam sein wird mit der neuen Version der Modifikation, kann ich nicht sagen. Habe ich auch noch nicht gespielt. Also, das ist ja gelogen, ich habe schon mal gespielt, aber noch nicht so ausgiebig, dass ich dazu was sagen kann. Oh ne, bei Nebel spiele ich nicht. Ich hasse Nebel in Emergency 4. Das ist wirklich kacke. Sieht einfach nicht gut aus. Deinem Status nach nicht nur in EM4. Ja, hatte ich jetzt genug auch. Im Real Life, da habe ich die Schnauze jetzt voll.
Was soll das eigentlich, dass du so viel Schnee die ganze Zeit hast? Weiß ich auch nicht. Heute hat es wieder geschneit. Alles voll, ja. Dreck. Ja, mein Auto muss ich heute auch frei machen. Aber sonst war halt auch nichts, nur Dächer und Autos. So, also, wir spielen. Da kommt alles außer Nebel. Ich bin Wegberg, ja, nach wie vor. Alles außer Nebel, wir spielen bewölkt. Uhrzeit, was wollen wir machen? Komm, nachts ist immer geil. Ja, Unwetter, da muss ich so viel mit Bäumen schneiden. Nee. Wir spielen aber dafür mit den dynamischen Bedingungen, vielleicht ändert sich da ein bisschen was. Nächstes Unwetter, ihr könnt nicht machen. Nein. Aber Unwetter, da kommen so viele Bäume. Nee, das fühle ich ja gar nicht. Tagesdienstaufgaben werden, glaube ich, ganz geil. Den roten Melder, ja, kann ich machen. Finde zwar abgrundtief hässlich, aber kann ich machen. Das ist so typisch Rettungsdienst, ne? Die haben sowas, glaube ich. Oder sowas eher. Boah, du musst wieder auf Twitch streamen. Das ist ganz schrecklich, der Delay. Ja, ich weiß. Also mindestens 5 Sekunden habe ich gesehen. Ja, was soll ich machen? Auf YouTube sind aber nur mal die Zuschauer, ne? Was soll ich auf ja, Twitch für... Ich höre dich immer sagen, was du machst, und es passiert dann so 10 Sekunden später gefühlt. Ja, das ist leider so. Und dabei habe ich die Latenz schon runtergenommen. Ich habe sie noch nicht auf super niedrig, weil ich nicht weiß, wie die Qualität da aussieht. Müsste ich eigentlich mal probieren. Kann ich das jetzt im Stream machen? Sekunde. Wir überprüfen. Nee, kann ich nicht. Kann ich leider nichts. Tut mir sorry. Jan, die Mod kommt, wenn sie fertig ist. Wann das ist, wird man sehen. Können wir mal ein bisschen Licht hier, Leute. Also einen Schalter drücken. Mach ich. Ich bin, weil ich richtig Schalter drücken bin. Schön, ich hab's durch die Zutür geschafft. Weil ich so gut bin. Also, ich finde die Wegberg-Modifikation ja richtig geil, ne? Und da kann die Modifikation an sich auch nichts dafür. Aber es wird echt Zeit. Ich meine, da ist schon was geplant, glaube ich. Aber dass die Jungs ein neues Gerät rausbekommen, ne? Dieses in zwei Reihen stehen, das geht mir so auf den Zünder, dass du jedes Mal ein Fahrzeug rausfahren musst, um an ein dahinterstehendes ranzukommen. Das ist eine Katastrophe. Das Aleph 10. Ja, kann man machen, aber ich fände es tatsächlich geiler mit einem Schlingmann-Aufbau, weil ja, so ein LN2, da gehört einfach ein Schlingmann-Aufbau dran. Tatsächlich ist das ja auch die absolute Sparversion. Da hat keine Umfeldbeleuchtung, nichts hinten, hatte diesen, ja, ich sag mal, Suchscheinwerfer dran als Umfeld hinten für den Maschinisten. Aber der Rest ist schon ganz schön Sparversion, ne, die Kiste. Dafür soll das Halep, auch wenn es gebraucht war damals, das muss wohl ein volles Ding sein. Also da haben sie nicht gespart, als das angeschafft wurde. Guck mal hier. Brand beim Autohandel, ne? Gehen wir von einem Mittelbrand aus. F2. Kriegen wir einen Zug. Reicht uns das? Plus die technische Einsatz? Ja, ich glaube schon, ne? Aber da reicht mir eigentlich auch die hauptamtliche Wache. Ne, wobei, ne. Nur nicht. Wir könnten ja auch so machen, ne? Und dann die Drehleiter will ich noch mitnehmen. Ja, komm, das machen wir so. Schlingmann Power, ja, sehe ich genauso. Gut. Ja, vollkommen komisch aus, aber es ist übersichtlich. Ja, F3, wir wollen es nicht übertreiben, ne? Wir müssen erstmal gucken. Erstmal hingucke, was da so abgeht. Oh. Das war doof. Vielen Dank, lieber Oliver. Ja, das Fahrzeug ist ja auch ganz nett, wenn du jetzt das HLF-10 hinten meinst. Aber mit einem Schlingmann-Aufbau wäre es geiler. Aber das ist natürlich... HLF-86 wäre sowieso geil, ne? Naja, ist ja fast ein HLF. In manchen Bundesländern wird das HLF-86 mit Rüstsatz als HLF laufen. HLF-10. Warum ziehst du dich nicht um, kein Bock? So, jetzt müssen wir ja natürlich noch auf... weitere Kameraden warten. Oh, hier ist doch schon jemand. Ah, ne, halt, stopp. Ah, bleib stehen. Ach, Mist. Ich habe mich umentschieden. Du wirst nämlich mit zum Ebel gehen und ihr beiden auf die Leiter. Herr Schellecker Ransberg für den Lorenz Mönchengladbach 2 RTW1.
Hier ist die Leitstelle Krasse-Heinsberg. Kommen Sie. Leitstelle Heinsberg, verstanden. Ja, zur Information, Feuermeldung, mittlerweile mehrere Anrufe. Ihr fahrt zur Bereitstellung für die Feuerwehr. Gebt bei Eintreffen mal Rückmeldung. Ja, verstanden. Zwei Atemschutzgeräteträger. Guck mal, in der Schleife sind aber viele Leute drin, da kannst du nichts sagen. Ja, ebenfalls verstanden. So, dann schicken wir mal ein ELW los. Der Rest bleibt dann erstmal auf Wache. Ja, wir haben mehrere Anrufe. Was da genau brennt, ist unklar. Mit euch unterwegs, ein RTW zur Bereitstellung. Die Polizei hat Kenntnis und kommt ebenfalls raus. Ja, verstanden. Hier von Wigberg 22 HSG 0143 Atemschutzgeräteträger. Bitte? Was hast du gesagt? Offensichtlich nichts. Egal. Ja, wenn natürlich... Das ist die Nachbarsirene. Ich dachte kurz. Du hast einen Einsatz. Das wird nie passieren, Marius. Ich habe mich schon kurz gewundert. Naja, kurz gefreut, ne? Und dann... Naja, muss jetzt nicht sein. Ja gut, das HLF-10 kann einem gefallen, muss es nicht. Ich finde halt, das Fahrgestell ist halt geil. So ein LN2... Ist halt einfach ein schönes, sehr ikonisches Auto mittlerweile. Einfach ein Klassiker, kannst nichts gegen sagen. Was ist denn ein TSFW VBBK? Habe ich auch noch nie gehört. TLF VBBK kenne ich. Ja gut, LF86 ist nun mal die Speerspitze der deutschen Feuerwehren. Eine lange Zeit lang gewesen. Neben natürlich TSF, TSFW. Hatte jede... Ach, TSFW und alles ist gut, mehr brauchst du nicht. Grundsätzlich ist, gebe ich dir recht. Kannst mit dem TSFW schon vernünftig arbeiten, also. Sag das mal, Marcel. Ja, Marcel ist anderer Meinung, aber es kann nicht nur große Autos geben. Hat schon einen Grund, warum die Norm MLF immer beliebter wird. Was halt Vorteil noch beim TSFW ist. Es ist, ja, ist nicht so schwer wie ein MLF und hast eine TS, die du auch entnehmen kannst. Ja. Oh. Wir sind aus mit 111 mit 0 AGT. Leitstelle Heinsberg, verstanden. Leitstelle für Wigberg, Elwärtsen. Ja, kommen Sie mit Ihrer Durchsage. Hier Wigberg Elbern 2 mit Stärkemeldung. 1, 0, 1, davon 2 Atemschutzgeräteträger. Davon 2 AGT. Ja, verstanden. Auf den Chat gehe ich gleich an, wenn der Funk durch ist. Das dauert natürlich am Anfang des Einsatzes immer eine ganze Weile. Wigberg 11 DLK 23.1 von Leitstelle Krasse-Heinsberg kommen. Ja, hört. Ja, zur Information, die BMA vom Objekt jetzt auch ausgelöst und hier eingelaufen. Welche Kräfte sind alarmiert? Hab gar nichts gemacht. Feuer und Gewalt einfach so. Alarmiert sind die Wache Wigberg, die EEW, die DLK sowie der Löschzug. Also gut eingestellt. Verstanden. Ja, also jetzt kann ich langsam mal auf den Chat eingehen.
ein LF-8TS, aber Aufbau LF-16. Ne, warte mal, stopp nochmal langsam. LF-8TS Aufbau ist aber ein LF-16TS. Leiste Leinsberg, Professor Wiegberg, 21 GWG, kommen. Kommen Sie. 001 Einatmungsschutzgeräteträger. Ihr Leitstelle Kreis Heinsberg, verstanden. Gute Idee, gute Idee, fehlen, du hast alles, was du brauchst. Naja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. ja, ist eine eigenartige Kombination. Vielleicht ist das wieder so eine selbst zusammengeschweißte Kiste. Gibt's ja häufiger. Ich bin rausgetappt, oh no. 01 3 davon 0 Atemschutzgeräteträger. Leitstelle Kreis Heinsberg, verstanden. So, warum ich das Kompressorhorn nicht benutze, ja, habe ich jetzt einfach nicht drauf geachtet. Keine Ahnung. Was war noch? Die Playmobil Feuerwehr Stop Motion. Das check ich nicht. Warte mal zu. Deine Qualität ist leider schlecht. Am besten einfach mal neu laden. Weil Quali ist eigentlich ganz gut. Shit. Ja gut, die BMA, die hat ein bisschen spät ausgelöst. Ist ja aber auch jetzt nichts Dramatisches, ne? Wir waren jetzt Tankbetrieb, bis das Ding durch ist und gut ist. Wenn ich speisen wir mit dem Aleph 10 noch ein. Aber auf dem Aleph 20 waren tatsächlich jetzt auch keine Geräteträger. Also das war ein bisschen dünn besetzt, kann aber durchaus mal vorkommen. Und wir werden auch, na gut, ich meine, die sind eh fast alle da. Aber wenigstens mal eine Rückmeldung an die Leitstelle jetzt geben, was hier eigentlich Phase ist. Dann Feuer ist aus, ne? Leitstelle Heinsberg, Wiegberg 21, HLF 20. Leitstelle Heinsberg. So, wir geben eine Rückmeldung. Eigentlich, guck mal, ich weiß gar nicht, ob das geht. Gleich die Abschlussmeldung. Ach nee, guck mal nicht, weil wir müssen erst an die Polizei übergeben. Aber wir können andrückende Fahrzeuge abbrechen lassen, den EW in dem Fall. Mit erster Rückmeldung, Einsatzstelle B57. Feuer aus, wir haben hier noch vereinzelt Nachlöscherreihen. Die Polizei an der Einsatzstelle eingetroffen. Alle auf Anfahrt befindlichen Kräfte können die Einsatzfahrt abbrechen. Weitere Rückmeldung der Einsatzstelle folgt. Verstanden. Hier ist die Leitstelle Kreis Heinsberg mit einer Durchsage an alle anfahrenden Kräfte der Feuerwehr Wegberg. Die Kräfte vor Ort ausreichend, sie können die Einsatzfahrt abbrechen. Quittung mit Status 1. Ich wiederhole, die Kräfte vor Ort ausreichend, Einsatzfahrt abbrechen, Quittung mit der 1. So, das war's. Einsatz beendet. Noch schnell die Abschlussmeldung und da haben wir das Ding. So. Was habt ihr denn für euren Magirus-Deutz-Rundhauer bekommen für ein Fahrzeug? Wiegberg 21, HLF 20, Sprechwunsch. Mit Abschlussmeldung. Feuer aus, Aufräumarbeiten laufen. Die Einsatzstelle wurde an Heino F31 übergeben. Gesamtstärke 2, 3, 12. In Kürze alle Kräfte Feuerwehr wieder frei. Kommen, hab verstanden. Verstanden. So, Einsatz beendet. Können wir die Karte wechseln? Das TSFW hat 2000 Liter Wasser. Ach, ein Wasserbecken drauf, ja gut. Ja, ob man das jetzt als VBBK. Weiß ich nicht. Also die TLF-VBBK, die da jetzt gekommen sind.
Das sind ja TLF 6000 mit entsprechender Ausrüstung. Da hast du auch nicht viel drauf. Da ist tatsächlich ein bisschen Schlauchmaterial. Einiges an RD-Schlauchmaterial. Feuerpatschen und so ein Mist. Und vor allem viel Platz für persönliche Gegenstände der Kameraden, weil das natürlich auch Fahrzeuge sind, die dementsprechend auch in überörtlichen Einsätzen häufig eingesetzt werden. Und dann die Kameraden dann auch mal ein paar Tage weg sind. Da willst du natürlich mal ein bisschen mehr mitnehmen als nur deine PSA. Das war recht interessant, als ich mit meiner Wehr zum Waldbrandeinsatz in Brandenburg war. Da waren wir mit LLF und dem MTF unterwegs. Allerdings beides in Funktion, also MTF als Führungsfahrzeug, das LLF klar als LLF, ne? Und dann hast du da Nee, echt. deine Kameraden drauf sitzen, also vollbesetztes LLF, ne? Und die Taschen irgendwie hinten in den Aufbau noch mit reingestopft und vorne natürlich alles voll. Das war ein recht interessantes Fahren. Und ja, wie gesagt, bei uns war es dann so, dann hat es auch keine Möglichkeit, dort irgendwie zu schlafen. Das gab es irgendwie nicht, keine Ahnung, haben sie vergessen oder was. Hast halt im Auto gepennt, über dem Lenkrad. Das war nicht schön. Ja, TLF 1625 war eine unglaublich gute Norm. Das war einfach ein schöner Allrounder. Dort noch einen Rüstsatz draufgepackt und ein paar andere Kleingeräte noch mit drauf. Und du hattest ein echt richtig gutes Fahrzeug mit genügend Wasser im Ersteingriff, was eine gute Pumpenleistung hatte. Eigentlich schade, dass es diese Norm nicht mehr gibt. Das war eigentlich ein schönes Fahrzeug an sich. Nächster Einsatz, Radanhofen. Wahrscheinlich ein Rauchmelder. Wir gehen erstmal von einem kleinen Brand aus. Und lassen dort auch nur das HLF 20 anrücken, da wir erstmal erkunden müssen. Dort allerdings dafür mit einer Sirenenalarmierung. Ja, 1000 Liter Tank und 2000 Liter Waldbrandbecken ist, wie gesagt, ist okay, aber 1000 Liter beim TSFW sind auch nicht mehr ungewöhnlich. Gibt es häufiger mittlerweile in Deutschland. Warum nicht? Ist sicherlich nicht schlecht. Ja, LF 1612 war auch eine gute Norm. Allgemein, TLF 1625, 1612 war ja vom Normungszeitraum genau exakt gleich. Waren beides einfach unglaublich gute Fahrzeuge. Wobei mit 2400 Liter Wasser ist das schon viel gewesen, ne? Normalerweise war ja, wenn du 1600 hattest, war es viel. Aber es hat schon einen Grund, warum die häufig heutzutage meistens dann halt mit einem anderen Funkkenner als HLF 20 laufen. Ist ja in Wegberg jetzt ja nicht anders. Ah, shit, hat einer auf die. Ah, Gott sei Dank. August, sorry, Alter, wo ist denn die schon wieder? Da kannst du nicht parken. Ist die hier hinten? Nein. Noch nicht gesagt, Reihenhaus. 21 HLF 2021. Reihenhaus hat er gesagt. Ich meine, Reihenhaus wäre er gesagt gewesen, das heißt, 21 HLF dann oben 20, in der Ecke oder nicht. Muss er hier sein? Zur Info: vermutlich ausgelöster Heimrauchmelder. Aus der Nachbarschaft ist jemand vor Ort, hat versucht schon mal mit Klingeln und Klopfen irgendwas zu erreichen, aber leider keine Reaktion. Ich habe Von Ton im außen Stream aus, zunächst sonst höre ich kein hier doppelt. Brandbuch Einmal wahrnehmbar. reicht Müsst schon. euch mal angucken und Rückmeldung geben. Mit dem Fasser. Mit welcher Stärke rückt ihr aus? Wir sind aus mit Stärke 115, davon drei Atemschutzgeräteträger. Einsberg, verstanden. Nix Mittelbrand, hier fahren wir alleine hin. Ja, gut, Tele 4000 mit 50 Liter Wasser ist ja heutzutage fast normal. Hier ist der Wegberg 21 GWG. Wir sind aus 002 mit 0 AGT.
Verstanden. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ach, Gecko, ach, um Gottes Willen. Hallo, Gecko. Es geht. Alles, was Beinhard war. Ach, das wusste ich. Nicht viel. Das wäre mein Spruch gewesen. Tommy. Ich habe nur drauf gewartet, aber ich habe dir diesmal vorne weggegriffen. Keine Chance gehabt. 29, oder? Ja, 29. Der Kollege, du läufst falsch schon hier lang. Chat, ihr müsst jetzt nicht alle schreiben, was ihr für Autos habt, sonst stehen hier gleich 86 Nachrichten drin und keiner liest es sich durch. Ja. Weil ich kann auch nicht drauf eingehen. Das ist schön, aber kann ich nicht drauf eingehen. Das ist zu viel. Und was kann ich nicht eingehen? Auf die ganzen Fahrzeuge, die mir dort genannt werden. Der Stream, falls du es noch nicht mitbekommen hast, fangen wir mal da an. Ja, doch, doch, das habe ich noch gehört. Ach, hier steht ja wirklich einer rum, den habe ich echt gesehen. Können wir brauchen mal Polizei. Einmal die Potzilei ran. Und dann ja, Zielfix, Feuer frei. Walla Krise. Früher hättest du mich dafür geschlachtet und jetzt fängst du selber damit an. Ja, richtig, weil er mich versaut hat. Was für ihr? Das ist ganz klar nur Marius, der Bongo. Und Dom. Was für ich? Domme kann das auch gut. Domme hat damit angefangen. Jo, aber Domme knackt immer nicht plötzlich random mit seinem Kiefer. Das stimmt allerdings. Oh, hör auf mit damit, das ist Spaß. In der Fresse. Ist falsch mit euch. Was denn? Rewegberg 21, HLF 20. Oh. Also vieles. Die Liste wäre jetzt lang. Ich glaube, was normal ist. Ist nicht so viel. Erste Rückmeldung: Einsatzstelle. Feuer 1. Von außen zunächst keine Feststellung. Wird weiter erkundet und versucht, Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Kein Feuer. Das war. Umsonst, Batterie war leer, super. Nachforderung, Polizei zur E-Stelle. Ja, Leitstelle Kraus-Einsberg, verstanden. Super, jetzt müssen wir ja stundenlang warten, die Jungs da sind, ne? So, Gruppenführer, und den brauche ich ja noch. Der darf vor der Tür warten, bis die Potzilei eingetroffen ist, ja. Sag's jetzt nochmal, ihr braucht nicht reinschreiben, juckt keinen. Sonst gehen die anderen Sachen unter, die relevant sind. Marius, Junge, richtig. Ich aggressiv heute unterwegs. Ist aber richtig. Gute Laune der letzten Tage ist verflogen, meinst du? Nee, es ist schon richtig. Wie gesagt, ist schön. Gönnt euch jeden eure Fahrzeuge. Aber mir das zu schreiben, wenn ich sowieso kein Bild davon habe, dann bringt das eigentlich auch nichts. Und nein, ich gehe nicht auf irgendwelche Webseiten und guck mir da Fahrzeuge an. Das haben wir einmal gemacht, das ist hart ausgeartet. Das ist hart ausgeartet. Das ist doch voll nicht ausgeartet. Da haben wir auch Weg. Das haben wir auch Weg gespielt, damals noch die 7er. Stimmt. Das ist einer Fußballfan. Schinken ist zum Beispiel wichtig. Schinken ist tatsächlich relevant.
Wollen wir über die WM debattieren? Oh, warte mal, stopp. Oh, nee. Ach, doch, das ist genau mein Thema. Das ist gar nicht doch nur. Doch. Ganz falsch. Also, das geht in die ganz falsche Richtung. Warte, gesehen. Eskaliert doch nur. Warte doch mal die Zeit ab, ich krieg das hin. Also, die Diskussion fängt an um 21.30 Uhr. Mal sehen, wann sie endet. Anrufen. Ja, wir haben an Heino 11.32 übergeben. Stärke gesamt 1, 1, 7. Alle Kräfte Feuerwehr in Kürze frei. Ja, super. Ja, genau. Was haltet ihr von der WM? Also, jetzt mal, um gleich mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, von die Politikum-WM. Das ist schwierig. Auch was da unten in Katar sicherlich abgeht und auch vorneweg abgegangen ist. Aber das wird schon von anderen Seiten genug kritisiert. Auch hier auf YouTube. Gestern habe ich zum Beispiel ein Video von Rezo gesehen. Ne? Der ist ja immer gut dabei. Ach du Scheiße, was habe ich denn hier alles zu tun? Da bist du aber spät dran mit dem Video. Echt? Ist das nicht gestern erst rausgekommen? Oder kam gestern noch eins? Nö. Keine Ahnung. Gestern kam vielleicht noch eins. Das erste ist schon länger her. Ja, kann sein. Ist egal. Auf jeden Fall. Ja, was da abgeht, das ist sicherlich alles nicht richtig. Aber gehen wir mal drauf ein. Es kam vor 12 Tagen. Warum ist überhaupt gestern. Halt mal die Fresse, du. Ach, ich hasse diesen Menschen manchmal, ne? Worum es bei so einer WM eigentlich geht, nämlich um Fußball. Das ist schön, wie er nicht sagen kann, was er eigentlich will. Ja, weil ihr Nutten seid. Sowieso. Einer dummer als der andere, das ist eine Katastrophe. Also, um auf den Punkt zu kommen, guckt ihr Fußball, interessiert euch das oder geht euch das? Völlig am Arsch vorbei. Könnt ihr mal Marius fragen, wenn mir was nicht passt, das bin dann mal leicht sauer. Ja, also grundsätzlich bin ich jetzt nicht so der Fußballfan, würde aber die WM gucken, wenn sie woanders ist. Okay. Vorsichtig ausgedrückt. Ja, es ist sporadisch Fußball. Allgemein oder sporadisch die WM? Allgemein. Allgemein. Okay. Also ich muss ja zugeben, ich gucke jetzt auch nicht, also ich gucke eigentlich sonst so gut wie nie Fußball. Ja, ich interessiere mich ein bisschen dafür, ja, wie man es halt so macht, ne, die Ergebnisse und so. Die Highlights guckt man sich sicherlich mal an, hier und da. Aber ich bin da jetzt auch nicht so super hinterher und eigentlich grundsätzlich ist es mir auch egal, was da passiert. Bei der WM allerdings und auch bei Europameisterschaften, also ist jetzt nicht nur bei dieser, sondern im Allgemeinen, ist das wieder eine andere Geschichte. Da kommst du in mir der. Also, das muss ich jetzt, das wird jetzt, das muss ich jetzt vorsichtig ausdrücken. Ich weiß genau, was kommt. Das muss ich jetzt echt vorsichtig. Wenn du jetzt das sagst, was ich denke, was du sagen willst, hast du ein riesengroßes PR-Desaster am Hals, Alter. Also, ich bin dann schon. Ich fieber dann schon mit der Mannschaft mit. Und bin dann auch stolz auf diese Mannschaft. So, ich glaube, das habe ich gesagt. Dann geht das dem wieder raus. Ich habe das, glaube ich, ganz gut umschrieben. Das habe ich auf dem Foto aber letztens gesehen, Tommy. Auf welchem Foto? Ja, an die Tage. Hä? Was, wie? Was du mir geschickt hast. Auf Junge, niemand versteht, dass du ein Rätsel redest. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ausdrücken soll im Stream. Ja, warte mal, vorsichtig. Was habe ich dir denn da geschickt? Ja, wo du vorm Fernseher hockst. Ach so, wo ich leicht sauer war. Naja, da warst du noch nicht sauer. Noch nicht. Ein paar Stunden früher. Also ich kann dir so sagen, es war ziemlich exakt eine Stunde früher. Ja, kann sein. Also, wie gesagt, ich verfolge das dann schon. Und wenn dann mal was schief geht, wie es ja bei dieser WM mal wieder passiert ist, dann bin ich dann auch ein bisschen sauer. Aber halt eigentlich nur zu, wenn entsprechend halt die deutsche Mannschaft spielt. Ja, ich bin, finde das halt irgendwie cool. Keine Ahnung warum, ist halt so. Beim Einsatz, Mensch, das ist ja ein Ding, da können wir mal gleich mal hier einmal. Juppe, du hast schon seit mindestens 3 Minuten in Einsatz. Ich hab grad so nach Worten. Relativ lang offen. Ich hab so nach Worten gesucht, jetzt ist. Was soll ich sagen? Mensch, wo kommt der denn auf einmal her? Können wir einmal ganz groß alarmieren? Nur plötzlich ein Einsatz, du. Ganz komisch. Plötzlich war er da.
So, jetzt. Du hast keine Zeit, Fußball zu gucken, die Zeit nehme ich mir. Ja gut, wenn du sonst, oder wenn du diese WM nicht guckst, das kann ich verstehen. Ja, Mensch, das Feuer, das ist nachher auch noch da. Da muss man sich nicht so beeilen, das rennt nicht weg. Könnte aber abbrennen. Ja, was heißt, wir sind seit 2014 nicht mehr gut, das hat sich halt einiges getan. Die Mannschaft hat sich verändert, das Ding ist, dass einige falsche Entscheidungen getroffen wurden, denn die Mannschaft wäre zu deutlich mehr in der Lage gewesen, aber es ist, wie es ist. Idis, bist du mit der Maus, ich würde schon sagen. So, was nehmen wir mit? Kompletten Zug, ne, würde ich sagen. Manchmal ist es auch so faszinierend. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie genau sich das oder wie genau das entschieden wird, wann die Leute rennen und wann sie laufen. B3, da muss man nicht rennen, da hat man Zeit ohne Ende, da kann man gehen. Richtig. Weil das Feuer ist ja später auch noch da. Eben. Beim B1 haben wir schnell, bevor es von alleine ausgeht. Hast du voll Gecko unterbrochen. Gecko, was wolltest du? Eventuell über Shift. Nee. Ist nicht. Das ist tatsächlich, also mir kommt zumindest sehr random vor. Wen habe ich nicht als Zuführer ausgewählt? Ihn, ja. Tatsächlich, danke. Der Herkel ins 11 DK 23 aus. 002 Atemschutzgeräteträger. Nee, jetzt fängt das. FMTW-Debatte, es gibt beides. Was? Ja, natürlich gibt es beides. Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Mit 2 AGT, Elite-Telekrass Heinsberg verstanden. Da muss es nicht von Bundesland zu Bundesland gehen, die Nachbarn werden dann schon anders wie wir. Naja, also ich kann auch beide bezeichnen. Ob sie es anders nennen oder ob es auch wirklich was anderes ist, ist ja eine andere Sache. Leitstelle für Wegwerk 51. Ja, Sie hatten Sprechaufforderung. Kommen Sie mit Ihrer Durchsage. Mit Wegwerk 51, 11, 10. 2, 2, 3 Atemschutzgeräteträger. Gucken, ob wir noch genug Personal fürs 11.10 kriegen. Leitstelle verstanden. Aber jetzt mal die andere Seite. Gibt's denn, also habe ich noch nie gehört, dass irgendeiner in Deutschland medizinische Taskforce benutzt. Gibt's das? Ist der Wegberg 21, Medical Taskforce. Ja, 00. Medizinische Taskforce. Das steht da, was soll ich sagen? Ja, selbst ein Eingedeutscher heißt es immer noch Medical Taskforce. Kein Geräteträger. Ihr Leitstelle gerade ans Weg verstanden. Im Saarland ist als Beispiel die N40 stationiert. Das ist. Jetzt Saarland als Beispiel zu nehmen, ist halt auch wieder eine kritische Nummer. Halt die Klappe, ich kenne halt keine andere MTF. Jedenfalls ist bei uns die N40 stationiert. Das ist ein Verbund aus verschiedenen Hilfsorganisationen. Ich glaube, in unserem Fall hauptsächlich DRK Malteser. Die ziehen sich wirklich aus alle Landkreise zusammen und fahren dann im Verbund an. Also hauptsächlich GW Sahn, NKTWs etc. 016 mit 4 AGT. Ach stimmt, ich müsste den eben mal losschicken. Aha, Mensch, witzige Geschichte. Da ist was dran. Leitstelle Klasse 1, verstanden. Wegwerk 22, HLF10. Wir sind aus 116, 3 Atemschutzgeräteträger. Auch mit meinem Caddy im Gerät. Ja, das ist auch verstanden. Da weiß ich nicht so richtig, was machen sie. Damit ein Parken, das klappt nicht so ganz. Das also ist halt irgendwie steht. Siehe Chat. Das Ding ist halt. Florian Wiegberg 41 SW 2001. Bleib wirklich stehen. Hier Florian Wiegberg 41 SW 2000 mit Stärkemeldung 003. Davon 2 AGT.
Verstanden. Wir sind auf 4 AGT. Das ist jetzt nicht so super besetzt, aber ist okay. Davon 4 Geräte. Ihr Leitstelle Krasse-Hansberg, verstanden. Hi Game TV hat nämlich geschrieben, auf der offiziellen Bundseite heißt der Titel die medizinische Taskforce des Bundes. Ja, der Bund ist auch komisch. Also ich muss zugeben, Oh meine Güte, kann awesome. Ich habe davon keine Ahnung. Nur schau bitte, ne? Ach genau, einer Berührungspunkt. Das ist richtig. Wenn es kalt ist, muss man Scheiben kratzen. Deswegen Auto und Jalla. Vollkommen korrekt. Könnte aber nur gerade noch zählen. Ich sehe schon wieder alles so scharf heute hier, Marius. Völlig faszinierend. Was ist bei mir? Ich sehe schon wieder alles so scharf. Ah, checkst du wieder nicht, ne? Du bist doof. Ich bin halb befordert. Jetzt einfach den Körner? Ah, ne, doch nicht. Wigberg 32 Tele 4000. Leitstelle Krasse-Hansberg kommen. BMA ausgelöst. Hier ist der Wigberg 32 Tele 4000. Wir sind aus 1-0. Wo? Atemschutzgeräteträger. So. RTW. Ab vor die Tür. Ihr Leitstelle Krasse-Hansberg, verstanden. Und jetzt habe ich hier so viel Scheiße, alle mit für nichts. Ich wollte fragen, was alles kommt. 0, 1, hast du noch was da? In der 2 gelassen? Ja, ein bisschen was. Ich glaube, 3 Züge habe ich jetzt alle mit, richtig. Das ist verstanden. Also ich habe auch gerade noch gezählt. Oh, so ein Open-Haus. Ja, MTF. 21 Schwarze. Atemschutzgeräteträger. Ah, okay. Klar ist ein MLF ausgerückt, ja. Leitstelle Krasse-Hansberg, verstanden. Die ganz verdelzen. Wir sind aus mit Stärke 0, 2, das Open-Haus selbst auch. 2 Atemschutzgeräteträger. Ja, ich glaube schon. Das wäre doof. Deswegen muss ich jetzt schnell löschen. 0, 2, 3. Schnell ist immer so. AGT. Verstanden. Das wird jetzt richtig mich werden. Ist anstrengend. Drehleiter ist da, super. Ein LF ist nicht schlecht. Ach, Pabalapap. Ich möchte gerne ein LF haben. Jetzt. Jetzt ist Sekunde. Gescheins. Nee. Ah, 11.10 ist schon dabei. Sollte gleich kommen. Na. Ah. Ah. Was hab ich gesagt? Oh, guck mal gleich Sahne von da. Ach, alles easy. Kommt jetzt auf die Karte. Ja, hab ich gesehen. Wo ist denn? Wo hab ich denn das? Elba jetzt abgestellt. Ganz vorne? Nee, das ist ja doof. Nee, das Elba will ich. Kommt Jungs, jetzt ein bisschen schneller ab. ZZ. Hetzt die doch nicht so. Doch, hier brennt's. Alles scheiße. Ja, du hast gerade selbst gesagt, 5 Minuten brennt's da auch noch. Ja, gut. Da wusste ich auch nicht, dass es das Open-Haus ist. Also das 10 Minuten die Alarmierung laufen. Hallo, falt mir jetzt Stress. Halt mir doch mal nicht in den Rücken, was soll denn das? Ja, dafür sind wir halt da. Um dir in den Rücken zu fallen. Was sagen, sind wir nicht dafür eingestellt worden? Nein. Worden. Klinkum ist schnell da, ja, das stimmt. Die müssen wohl relativ nah ihr Geräthaus am LZ1 haben.
soweit ich das mal mitbekommen habe. Ich glaube auch beim Klinikum. Dankeschön. Also du bist schon wirklich echt da beschränkt. Tommy verarbeitet noch. Ja, ohne Scheiß, also du bist wirklich einfach nur... Das ist wirklich lächerlich. Können den Rest nochmal abbrechen lassen, jetzt reicht langsam das Feuer. Boah, das war die Wirbelsäule. Was hast du davon? Geh doch weg. Ist er durch. Wegberg 41, ja. Ja, sofort weiter. Ah, dann ist ja alles gut. Geil. Oben müsste die aber jetzt noch knacken. Was brennt denn? Was hat denn hier Brand? Was war denn das? Gebäude ist in der Mitte. Buschwerk. Buschwerk. Buschwerk klingt gut. War noch hier was? War das nicht irgendwo? Hab ich blind, Alter? Scheiße, das ist eine Abbrennhecke. Eine Hecke ist auch. Ne, hier Gebüsch. Gebüsch. Mit erster Rückmeldung von der Einsatzstelle. Wegberg Industriestraße. Brennt Gebüsch. Zwei Rohre aktuell im Einsatz. Ein Trupp mit Pressluftatmer. Die Wasserversorgung wurde hergestellt. Kräfte hier ausreichend. Alle auf Anfahrt. Befindlichen Kräfte können abbrechen. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle folgt. Bist du sicher, dass du den Stream so eingestellt lassen solltest, dass man zurückspulen kann? Leitstelle Kassel Ansbeck verstanden. Weiß ich nicht, warum. Meistens öffentlich ist der Stream sowieso. Ist die Leitstelle Kassel Ansbeck mit einer Durchsage an alle anfahrenden Kräfte. Ist mir egal. Keine weiteren Kräfte erforderlich. Soll ich meine Nummern? Einsatzfahrt abbrechen. Quittieren mit Status 1. Ja, nee, kann man... Kann man eigentlich ausstellen und dann im Nachhinein entscheiden, ob der Stream öffentlich bleibt. Aber das kann ich, glaube ich, jetzt alles gar nicht. Ne, das kannst du, oder? Ist das dieses DVR? Ja, also das Rückspulen kann ich, glaube ich, Einstellung, ja. Hab ich jetzt mal ausgemacht? Guck mal. Dann muss natürlich dann sicherlich aktualisieren, aber. Seite neu. Gleich wieder. Bitte nicht. Nein, doch schon. Jupp, genau war's. Du hast doch genau das Mimi gemacht. Ja, danke, Gekko. Ja, geh jetzt. Tschüss, Marius. Oh ja, wir haben Ölkrass Feuer gelöscht. Muss dir mal angucken, weil wir die jetzt kein Ficker sind. Oh ja, das habt ihr echt gut gemacht. Ja, ja, wissen wir. Geiles Feuerwehrauto, oder? Ach, ich sollte Synchronsprecher werden. Gottes Willen. Der ist schon vor mir. Komm hier, hast du deine Pillen heute Abend schon wieder nicht genommen, oder was ist los? Hä? Die nehme ich nicht mehr. Was heißt eigentlich Fang dieses Quittung mit der 1? Ja, dass, wenn man die Status 1 drückt, signalisiert man der Leitstelle damit, dass man den Funkspruch bzw. die Anweisung der Leitstelle verstanden hat. Wird einfach gemacht, damit nicht jedes einzelne Fahrzeug, was jetzt die Einsatzfahrt abbrechen muss, dementsprechend das auch quittieren muss mit einem normalen Funkspruch, ja, weil dann wird es ein bisschen viel. Oh. Das ist gerade was der Mensch. Zu Hochzeit eröffnet man 20 Autos kurz. Ja. Okay, das ist doch super. Kein Ding, dafür bin ich da. Leuchtet denn das so komisch da? Ah, shit. Ich hab die BMA vergessen zurückzustellen. Ja, IW, ich komm gleich nochmal neu. Oh, irgendeiner der Leitstelle verstanden. Leitstelle kann wir schon noch haben. Kannst du aber, glaube ich, so den Einsatz gar nicht übergeben, oder? Nee. Scheißendreck, ey. So, einer zu begeben, dann können wir jetzt nochmal dementsprechend hier
Oh, Alter, der LKW, da wollt's auch wissen, ne? Jo. Das war's. Status 6 ist nicht einsatzbereit, beziehungsweise außer Dienst. Richtig, genau. Hier Florian Wegberg, ELW 1-2. Industriestraße. Da ist ein Fett in der Wasserwerk ELW 1 drin. Wir haben hier noch Aufbauarbeiten. Ja, wir haben hier an Heino übergeben. Stärke Gesamt 6, 6, 36. Alle Kräfte Feuerwehr in Kürze frei. Ihre Rückmeldung wurde verstanden. Wobei, ist es überhaupt Wassenberg-RTW? Ich kann gerade von da aus nicht lesen, aufs Weg gegangen. Ja, ja, nee, ist Wassenberg. Ja, Wassenberg-RTW 1. Geschweige 28 AGT an der Einsatzstelle. Da hätten wir etwas machen können. Mit 28 wäre was möglich. Das ist ja, stimmt. Das mit der Tagesdienstaufgabe ist auch lustig, ne? Erstmal das Fahrzeug noch überprüfen, damit wir es danach in die Werkstatt bringen können. Wir bringen es gleich in die Werkstatt. Okay. Ich glaube, das Überprüfen können wir uns sparen. Das könnte noch überprüfen, ob die Werkstatt alles gut gemacht hat. Ja, danach. Aber vor wäre ein bisschen Quatsch, ne? Dich brauche ich. Wobei ja beide den Zugführer, dann ist das okay. Jetzt drücken wir übrigens den Status 6 für die Leiter. Weil nicht einsatzbereit, somit im Status 6. Farbeleuchtung machen wir an. Zack, Status 6, nicht einsatzbereit. Und dann dürfte er jetzt auch gleich in die Werkstatt fahren, genau. Das Fahrzeug fährt in die Werkstatt. Ah. Kommt der HA eigentlich wieder zurück? Hauptamtlich. Ah, der Hauptamtliche oder was? Ja, ja. Ne, also klar, der kommt irgendwann wieder, aber ich meine, dass... Also der kommt jetzt nicht, während wir auf der Wachenkarte sind, wieder zurück. Nee, das Tor mache ich jetzt nicht, du bist zu voll für. Naja, unser Kranker, erstmal gute Besserung noch. Wobei doch klar, wenn du lange genug auf der Karte bist. Weiß ich nicht, ob der da zurückkommt, keine gute Frage. Also zumindest bei Tankausfahrt kommt der nach einer Zeit. Das stimmt, wieder. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. HLF 20, haben wir da Schläuche für gebraucht? Einen tatsächlich, glaube ich, ne? Ja. Ja gut, das ist ja auch nur eine Inspektion, ne? Ja klar, deswegen. Das Fahrzeug ist ja nicht kaputt, das ist nur eine Inspektion. Also hätte der das auch vorher noch prüfen können, bevor es wegfährt. Ja gut, das macht Sinn. So, schick. Alle wieder einsatzbereit. Ja, in der Regel dauert die Inspektion schon. Also ich denke nicht, dass der wiederkommt, während wir uns hier noch auf der Wachenkarte befinden. Vielleicht sicherlich, wenn man sich jetzt 2 Stunden hier nur auf der Karte befindet, kommt es irgendwann wieder zurück, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ja, Raphael, das kann schon mal passieren, ne? Wohnungsbrand, danach ein Dachstuhlbrand oder übergegriffen, das kann schon mal vorkommen. Demnach haben wir aktuell nur eine Drehleiter zur Verfügung, und das ist die... Aus. Leitstelle 1, Backcom. Danke, Lenz, genau. Ja, der Patient öffnet die Wohnungstür nicht. Einmal die Feuerwehr zur E-Stelle zwecks Türöffnung. Ja, also ich habe mir tatsächlich mal die Fahrzeuge alles da oben aus der Region Heinsberg angeguckt. Also man kann tatsächlich rechnen: pro 11er Wache, also jeder Kreis hat eine Wache 11, steht eine Drehleiter. Ja. Und weiter? Nix. Einfach so als Zwischeninfo hingeworfen. Ach so. Und es gibt tatsächlich keinen Kreis mit 2 Drehleitern, wenn ich es richtig gesehen habe. Keine Gemeinde. Ach, stimmt. Ich hätte jetzt das Stichwort Petio nehmen können, ne? Ja, habe ich jetzt vergessen. Habe ich jetzt überhaupt...
Nee, Rettung ist ja schon fort, ne? Okay, ich bin leicht confused, aber kriegen wir hin. Was hast du denn jetzt alarmiert? H1. Also. Bei mir wird nie ein Großbrand daraus. Ich habe jedes Feuer unter Kontrolle. Nee, ich will nicht lügen. Ich habe gestern oder vorgestern ein Video aufnehmen wollen. Was habe ich gestern? Nee, was habe ich heute für ein Video gebracht? Das war das mit dem PKW und dem Feld, ne? Mit der Flasche, oh ja. Davor habe ich ein Video aufgenommen. Kann ich gleich erklären, diese Situation war nämlich auch big. Leck mich fett, ist das ausgeartet. Meine Fresse. Da hast du aber auch echt, ohne Scheiß, du hast einfach keine Chance. Du kannst machen, was du willst. Auch wenn du umliegende Objekte kühlst, greift das Feuer über. Du hast keine Chance. Und zwar, hier. Diese Boutique hat gebrannt. Diese Boutique ist auf die Vegetation natürlich übergegriffen. Danach auf dieses Haus hier. Warte mal, Magenfeld 3A, okay. Danach auf dieses Häuschen, auf dieses Häuschen. Und hier. Und dann habe ich abgebrochen, weil ich da keinen Bock mehr hatte. Florian Wegberg, 22 HF10. Das ist halt alles sehr eng gebaut. Ja, und das. Kommen Sie für den Wegberg 22 HF10. Hausnummer suchen? Ja, der RTW ist da vor Ort, hat jedoch keine Zutrittsmöglichkeit zum Gebäude. Ihr seid nachgefordert zur Türöffnung. Der RTW ist vor Ort, wo denn? Ja, verstanden. Ja, wenn Sie Ausfahrt haben, dann kommen Sie schon mal mit der Stärke. Was ist denn das hier? Ja, Stärke 017. Mit 6 Geräteträgern. Ich bin persönlich sehr davon verwirrt, dass da zwei originale Emergency-Fahrzeuge stehen. Zwei was? Zwei originale Emergency-Fahrzeuge. Ja, ich bin auch. Ich glaube nicht, dass die hier so stehen sollten. Das ist 100 Pfund Fehler. Ich glaube, da hat man was vergessen. Ja, das passt überhaupt nicht dazu. Aber davon abgesehen möchte ich jetzt erstmal den Einsatz, warum ich ihn abgebrochen habe, denn nachdem das Feuer hier übergegriffen ist, musste ich natürlich, ihr seht, hier befinden sich Personen drin, musste die Person natürlich retten. Das Ding ist, wenn die umgefallen sind, und das ist nun mal passiert, weil die erste Drehleiter war ja vorne im Einsatz und die zweite war auf Anfahrt, aber bis die da ist und bis die aufgebaut ist und einsatzbereit ist, dauert natürlich. Wenn die einmal umgefallen sind, musst du die mit der Trage runterholen und das dauert natürlich, also hast du echt keine Chance. Das ist echt krass. Ja, ich hatte schon mal ein Video, da hat es hier gebrannt. Da ist es auch übergegriffen, aber da habe ich es noch unter Kontrolle bekommen. Zum Video, was ich abgebrochen habe, da hatte ich keine Chance. Es sei denn, ihr wollt Videos, wo ich den Einsatz nicht beende, dann ist das natürlich kein Ding. Ach, warst du das letzte Wegwerk 7 Video, was du gebracht hast, hast du auch nie beendet den Einsatz, von daher. Ja? Ja, das war der komische Waldbrand da. Ja, kann sein. Waldbrand hatte ich tatsächlich in der neuen Version noch nicht. Wäre aber auch deutlich einfacher, einfach weil du Lauchlenk ziehen kannst mit dem SW und mit Haspel. Ja, klar. Na gut, Haspel ging ja vorher schon. Ja, das stimmt. Ja, komm, Gebäude ist verschlossen und einmal hier mit dem Ziehfix die Hütte raus, die Belzen und Süd. Ja gut, meine längere Einsätze gibt es schon mal, das ist halt nur so. Gehört mit dazu. Wo ist denn bitte? Ach ja. Wie gesagt, der Waldbrandeinsatz, wo ich war, das waren 34 Stunden. Das längste, was ich bisher hatte, waren 9. Ja, lange Einsätze hatte ich tatsächlich schon viele. Viel Scheiße mit dabei, keine Frage, aber. Also das längste, was ich hatte, das war Kompostieranlage brand. Schön. Firegaming, vielen Dank. Habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Ja, wie gesagt, lange Einsätze gehören mit zur Feuerwehr dazu, auch wenn es nicht immer geil ist. Aber da musst du halt dementsprechend auch mit rechnen. Boah, die Tür ist hartnäckig, ne? Der den 86 Stunden Einsatz aus Gelsenkirchen. Hier Florian Wegberg 22 HLF 10, Rückmeldung Einsatzstelle. Das war damals im Magenfeld. Habe ich gemeldet, vermutlich Person hinter Tür. Wir versuchen die Tür gewaltsam zu öffnen. Also das Staffelfinale von Staffel. Ja, ist verstanden. 2 ist es. Marco. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich finde eigentlich die Serie an sich geil. Ja, nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter gar nicht so verfolgt. Ich habe da. Ich weiß nicht, das ist glaube ich schon in Bochum gewesen, das war dieser Reifenstapelbrand. Ja, auf dem Schrottplatz oder was das da war. In der Staffel habe ich ein paar Videos geguckt. Tatsächlich damals auch in der Feuerwehr, da war man nicht viel und damals gedacht, dass wir nach der Ausbildung da uns mal hinsetzen, dass wir ein bisschen gucken. Das war auch recht interessant. Aber so an sich habe ich seitdem, weiß auch nicht, verfolgt das gar nicht so tatsächlich. Das ist super gemacht und die machen auch eine gute Arbeit da. Aber ja, weiß nicht. Ich bin dann eher so einer, der dann auch mal eine Serie hart durchbinscht und gut ist. Jetzt als letztes habe ich zum Beispiel 1899 auf Netflix geguckt. Auch eine super weirde Serie, aber irgendwie auch nicht schlecht gemacht. Aber halt auch aus einem völlig anderen Bereich. Also die Person scheint auf jeden Fall noch zu... Rettungsdienst rennt auch grundsätzlich nicht in dieser Modifikation. Die laufen immer tiefenentspannt. Gut, ne? Die haben halt Zeit. Die haben halt Zeit. Bringe den Patienten in eine Lage, die du kennst, beziehungsweise die du beherrschst. Reanimation. Oh, Einsatzfahrten, Einsatzfahrten. Also das war jetzt definitiv alles, aber keine Werbung. Also Leute, die mich länger verfolgen, wissen ganz genau, dass ich nie Werbung mache. Und auch also mit... vom Medienrecht? Bitte? Vom Medienrecht gesehen war es das sogar. Ja, okay, dann formuliere ich das um. Ich mache nie bezahlte Werbung. Und wenn ich Werbung mache, dann weil ich das selber cool finde. Beziehungsweise unterstütze. Weil das keine Werbung mache, stimmt ja nicht. Ich habe ja schon einige Modifikationen mitpromotet. Aber... Und den Discord. Und meinen eigenen Discord, ja, das stimmt. Aber ich krieg dafür kein Geld. Ich habe davon nichts. Ja, da. Deshalb denke ich mal, sollte das in Ordnung sein. Also aber auch so schlimm, ne? Sobald du eine Sache erwähnst, ist das immer gleich Werbung. Naja, das ist tatsächlich relativ übel. Eine Katastrophe. Was sind jetzt mit den Jens? Soll ich vom Krankenhaus fahren? Ja, ja. Kann man mitten im Meer kommen. Komm, aber. Der Opa hat eine schöne große Glatze, ne? Nicht schlecht. Cool. Kann schon mal wieder auf dem Harlef verlassen werden. Das Harlef. Wenn mir einer was Gutes tun möchte, schenkt meiner Feuerwehr so ein Harlef. Von mir aus auch mit Artego. Wieder da. Auf Artego und ich bin Guten glücklich. Tag. Auch als HLF 10 vollkommen in Ordnung, muss kein 20er sein. Kommt mal wieder an das erste, was man hört. Wenn mir einer was Gutes tun will, schenkt mir einen HLF. Mit meiner Feuerwehr, nicht mehr. Hätte ich voll Bock drauf. Hoch. Kurzes Horn angemacht. Ah, sowas hätte ich schon ganz gerne. Ja. Schöner Varus.
Einfach ein wunderschönes Fahrzeug. Eine Stelle gegeben. Achso. Können wir ja. Okay, das ist noch eine Arbeit. Feuerwehr kann ja schon mal einrücken. Fire Gaming, Renault, LKW oder PKW? Mensch. Schon wieder hat er keine Rückmeldung gegeben. Kann das auch die Polizei? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, ne? Ja, muss manche Rückmeldung mit Status und gut ist. Einsatz beendet, was gibt's da noch zu sagen? Ich peile jedes Mal diese Dreckseinfahrt, die ich hier reinfahren muss eigentlich. Was tust du? Alice. Was tue ich wohl da? Ja, mir ist halt selbst aufgefallen, dass ich damit gefühlt ein Problem habe. Ich habe geguckt und plötzlich haben da 10 Stunden im Discord geschlafen, die ich in Alice verbringe. Jetzt schon am Stück. Also jetzt nicht, aber heute Mittag. Ach, halt. Heute Mittag ist viel schlimmer als jetzt. Junge, ich komme gerade mal aus dem Krankenschein raus. Bleib mal ganz entspannt. Meiner geht noch bis morgen. Ja, Fire Gaming. So ein Renault T-Range wollte ich auch mal fahren. Heißt das so? Da ist, glaube ich, so. Also ein LS. In LS. In ETS heißt das so. Ein LS. In LS gibt es den sicherlich auch. Gecko? Nein. Der RTW transportiert wie abgeschlossen. Okay. Nicht mal als Mod wäre er mir bekannt. Ja, der Bagger hat eine Animation, der macht halt immer das gleiche, aber bringt Leben auf die Karte. Einsatzfahrten, LS, Feuerwehr. Warum denn Ruhe? Ist ja langweilig. Verstanden. Muss immer in meinem eigenen Stream auch so noch ruhig sein. Oh. Wo denn dazwischen quatschen? Beim Funk? Es ist ein Stream, was soll ich machen? In den Videos achte ich schon sehr drauf, dass ich meine Klappe halte, aber mein Gott. Da bist du, glaube ich, falsch an der Stelle. Ätzend. Ja, sag ich doch, sieht richtig schön scheiße aus. Also was heißt scheiße, ist halt... Fast wie Marius. Es ist halt Nebel. Ist halt Nebel, ne? Nebel sieht immer scheiße aus. Auch im Real Life. Ich finde das Hupen der Leiter beim Starten ja sehr süß. So, tüt, ich bin jetzt wach. Ah! Mensch, komm mal, ich komm nicht mal zum Drehleiter prüfen. Meine Güte. Meine Omas, Alter. Es bleibt mal entspannt. Tommy ist doppelt so alt wie wir, aber okay. Ja, ich wollte es gerade sagen, erstens bin ich viel älter. Viel älter nicht, aber ich bin älter. Auch wenn er sich manchmal kindisch verhält, er ist doch der Ältere hier. Was willst du denn von mir? Auch wenn du so fragst, ich kann dir eine Liste schreiben. Gehalt wäre mal was. Was denn für Gehalt? Brauchst du nichts? Ja, erstmal kommt die Gewerkschaftsgründung jetzt, Tommy. Abgelehnt, fährt aus, wen ist nicht. Es wird dann die Gewerkschaft der unabhängigen Discord-Moderatoren. Na damn, Discord-Moderatoren, das dürfte ich besser. Dann können wir den Betriebsrat aufmachen. Ja, genau deswegen bleibe ich da drunter. Alles mit Vorsatz. Ja gut, Betriebsrat in einem 6-Mann-Betrieb. Boah, Alter, Einsatzfahrten, LS Feuerwehr, deine Art zu schreiben ist auch gleich triggerhaft, ne? Hast du ernsthaft die Sirene vergessen? Bleib doch mal entspannt. Was hast du überhaupt für ein Stichwort?
F1. F1. Da kann man mal ohne Sirene fahren. Brand auf Baustelle, was brennt denn? Ein Container, super. Geil, Fettfeuer. Ich hätte getippt, irgendwas in der Baustelle. Florian Wickberg, 52 MLF 1 von Leitstelle Krasalz bekommen. Ich weiß gar nicht, wenn man nur Geckos stöhnen hört. Was soll ich dann akkurat zu deiner dummen Fresse sagen? Ja, Feuermeldung. Bisher nur ein Anrufer, der das hier gemeldet hat. Keine näheren Angaben. Schaut euch das Ganze mal an. Ja, das hat mir alles vorhergegeben. Also wie das Satzzeichen, keine Rudelzeichen, keine Rudeltiere. Das hast du wohl auch noch nicht gehört. Der Löschzug 5. Ohne Versprecher wäre es cooler gewesen, möchte ich kurz anmerken. Also, Maris, das weiß ich auch. Sei froh, dass ich überhaupt in der Lage bin, manchmal einen Satz ohne Sprachfehler auszuführen. Und dauert der nächste Voice Crack. Mit 5 AGT. Ich bin noch krank, ich darf was. Du bist immer krank. Ich bin immer noch krank. Gar nicht. Lüge, Lügenpresse, Hilfe, Schiri, Foulspiel, die Spucke. Ja gut, was in meinem Kopf abgeht, das ist ja sowieso ganz einer genommen, Marius. Da bist du immer krank. Davon 4 AGT. Nur besonders. Vier Atemschutzgeräteträger. Leitstelle verstanden. Ich Tommy, da brennt. Ein bisschen. Aber nicht weiter schlimm. Kann sagen, was man will. Die Feuereffekte sind relativ hübsch. Jetzt haben wir das sehr hübsch auch so. Hier, das hier, wie die Straßen aussehen. Keine matschigen Texturen mehr. Schon krass. Ja, ah, ganz schön stark besetzt und das ohne Sirene. Am Ende oder innerhalb der Woche? Innerhalb. Gar nicht schlecht. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Sonst lassen wir das HLF mal rumfahren und legen hier nochmal einen Verteiler rein, aber... Eigentlich möchte ich es mir sparen. Du musst wieder arbeiten. Das ist Arbeit, scheiße. Ach, Tank ist gleich da. Auch scheiße. Ah, ich weiß, ich arbeite auf dem Brand. Big Back 52 MLF. Ah, oh, was habe ich jetzt wieder geklickt? Eisenwald. Erste Rückmeldung, Einsatzstelle. Ich Warte mal schön. Scheune. Was habe ich jetzt wieder geklickt? Du hast dich aufgeregt, bevor es bei mir im Stream kam. Ja, bei mir. Leitstelle Kreis Heinsberg verstanden. Wo läuft der denn lang? Für Scheunenbrand. Nix Scheunenbrand. Was denn, wo siehst du eine Scheune? Würde mich persönlich auch interessieren. Bauwagen, Scheune, Leute. Das ist doch fast dasselbe. Ah, ist das gleiche. Feuer ist Feuer. Das ist grundsätzlich richtig. So, bleiben wir an Fuchse, nehmen wir dann gleich den Schlauch vom Verteiler. Material sparen und so. Ich werde mir erst anfangen, Sorgen zu machen, wenn das Feuer plötzlich grün brennt. Dann. Ach, das habe ich gerade als Rückmeldung gegeben. Scheune, ja? Ja. Ah, kann ja passieren. Vielleicht stehen drei weitere Züge um die Ecke. Nee, dann hätte ich selber alarmieren müssen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Witzig wäre es trotzdem. Ja, ich weiß. Ich hab wieder Geld. Line Manager. Hä? Ja, Line Manager oder was?
Meine Airline. Hab ich Geld. Sonst nicht. Genau, so sieht das aus. Die Scheune ist nur noch nicht ausgewachsen. Löschen die? Löschen die auch hier hinten das, was ich. Ja, doch, machen sie, ne? Wenn du es dir ganz toll wünschst, mit Sicherheit. Ja. Ja. Was war das? Halt die Fresse, Marius. Sollte eigentlich Tommy nachgemacht sein, aber schön, dass Gecko sich beleidigt fühlt. Grundsätzlich. Erst am Zeitpunkt der Gewerkschaft, Marius aus der Gewerkschaft verbannt. Raus mit den Viechern. Was die Scheune so? Die Scheune ist jetzt, sag ich selber, Mann. Macht mich fertig, der Bauwagen so warm. Ach, hast du ja auch gemeldet. Das macht's bald noch, ne? Ja gut, die tatsächlich, durch dass die Dinger halt so gebaut sind, brennen die halt auch in echt relativ ewig. Ja. Vertäfelung innen, Vertäfelung außen. Ja. Oben. Ja, Fire Gaming, ich will sparen, deswegen wollte ich keinen weiteren Schlauch aus dem Fahrzeug nehmen. Weil dann hätte ich nämlich das hier gemacht, warte, Sekunde. So. Zack, wieder einen Schlauch gespart, weil ich ein Fuchs bin. Wir wollen doch die Jungs von der Schlauchwäsche nicht zu ärgern. Jetzt haben wir noch ein bisschen Schaum drauf und dann bin ich glücklich. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch einen Einsatz. Das ist dann so ungefähr, wenn es kein großer Einsatz ist, halb, drei Viertel und dann wechseln wir mal in Counter-Strike. Was haltet ihr davon? Super Idee, oder? Weiß ich. Du hast gerade nicht wirklich... Ach, du sagst halt drei Viertel da hinten, ne? Oh Gott. Ja, so wie man das halt auch sagt. Nee. Doch. Aber die Diskussion fange ich jetzt nicht an. Oh, doch. Gut, ne? Ja, super. So, Feuer aus. Alles super, alles schick. Dann bauen wir ja noch zurück. In der Zwischenzeit können wir hier mal die 5 drucken. Achso. Hä? Der hat doch aufgehört, da ist doch ein Schaumteppich drauf. Wolltest du mich verarschen? Oder ist das Ding zweigeteilt? Das kann natürlich auch sein. Jungs, ich brauch mal ein Schaumrohr. Ich hab mal gut geräumt noch. Ich kann eine Umfrage machen und dann schreibe ich Counter-Strike rein, weil ich wechsle so oder so. Ich hätte jetzt Ja oder Ja reingeschrieben, aber okay. Ja, ich will mehr Rechte, ich will auch eine Umfrage machen. Kannst du nicht, ne? Ich glaube, nee. Die Rechte kann er uns dann nicht mehr geben, wenn er wollte. Ne, weil YouTube in der Belang echt scheiße ist. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon immer, oder ich mache schon immer das, worauf ich Bock habe. Ich habe mich da auch selten beeinflussen lassen, deshalb kommt danach ja. Counter-Strike. Wie gesagt, wenn er keinen Bock hat, dann, geht halt aus dem Stream raus, dann ist das halt so. Ich kann es ja, wie gesagt, ich will auch keiner zwingen, aber. Ich will euch doch unbedingt mal meine Skills in Counter-Strike zeigen, wie ich die Leute wegklicke. Ich meine, die Alternative ist, dass Tommy aufhört zu streamen und wir dann einfach so ja, Counter-Strike zocken. Richtig, das insofern könnt ihr wenigstens zugucken. Das stimmt, das wäre die nächste Alternative. Ich finde eigentlich die kurzen Emergency-Streams, merke ich jetzt wieder.
dreimal besser als die ewig langen. Klar, im Multiplayer ist das immer noch was anderes, aber irgendwann zwingt man sich dazu und dann wird es auch nicht mehr geil, also. Ich weiß gar nicht, was der Mensch, die lange Multiplayer-Streams sind doch super. Wir haben eine anderthalb Stunden Stream, wovon eine Stunde laden ist. Ja, richtig, genau, ja, das ist... Und dann geht der Melder. Und dann geht der Melder an. Und dann wie damals bei der Retrofitting-Vorstellung bei der ersten Version noch die Sirene kurz davor. Ah ja, stimmt. Wo keiner von uns gewusst hat, ist er jetzt da? Ist er weg? Dann kam was auch tut nichts. Er? Nee. Was von mir? Ja, als er die Szene gewechselt hat. Ey, yo, du, damals bei der Retrofitting-Vorstellung im Stream. Ah ja, das war auch eine Katastrophe. Weißt du, jetzt bald mal fertig sind? Das ist gut, oder? Ja, reicht. Komm. Na komm, lass mich funken, liebe Leitstelle. Ah, jetzt habe ich... Wegberg 51, Thales 10, mit weiterer Rückmeldung von der Einsatzstelle am Telt. Oh mein, Feuer aus, wir haben hier noch vereinzelt Nachlöscharbeiten. Schaumangriff vorgenommen, Ende Rückmeldung. Ich bin manchmal auch so doof, ne? Katastrophe. Manchmal. Das ist soweit verstanden. Ihr beiden, haltet einfach mal die Klappe. Also ich ja, aber warum Gecko? Ihr Leitstelle Kasse Heinsberg kommen. Das Prinzip. So, schick. Hier Wegberg 52 MLF. Rickelrad. Das Feuer ist aus. Wir haben hier noch Aufräumarbeiten. Die Einsatzstelle wurde durch den Einsatzleiter an den Hauseigentümer übergeben. Stärke gesamt 1, 1, 8. Alle Kräfte Feuerwehr in Kürze frei. Kommen, hab verstanden. Die Rückmeldung wurde verstanden. So, und jetzt gehen wir in Counter-Strike, wa? Geil, oder? Einsatz beendet. Wunderschön. Und jetzt spielen wir Counter-Strike. Counter-Strike? Ach, da muss ich jetzt arbeiten, ne? Jetzt musst du arbeiten, ja. Wieder anstrengend. Warum hast du das eigentlich noch nicht, Keiko? Ich hab das schon. Gecko würde aber sicherlich einmal nur sterben. Nicht installiert. Einmal sterben und dann nie wieder spielen. Halt die Fresse, das ist nur im Rainbow so. Ist das nicht auch also die Marcel-Version? Nee, das war tatsächlich ich im Rainbow. Wow. Guck mal an, Retro-Fitting auch im Chat. Hallo, ich grüße dich. Boah. Sekunde. Counter-Strike hat die dumme Angewohnheit, meinen Mikrofonpegel zu verstellen. Jedes Mal. Dieser Sack. So, ich müsste vielleicht auch mal Schabbelabberdingdong. So. Er sieht das Spiel natürlich nicht. Na gut, dann machen wir das so. Ah, findet jetzt. Ja, komm dann.
Ja, so geht's auch, oder? Luca, dann mach's gut. Schönes Wochenende. Suchst du? Nein, ne? Ne, hätte ich vielleicht nochmal. Habe ich drauf gedrückt, oder? Hat abgebrochen wieder. Ne, ist egal. Ja, ich habe CSGO auf Englisch, weil mich das ankotzt, dass die ganzen Skin-Namen übersetzt wurden. Das sieht oder klingt so doof. Sieht teilweise so doof aus, deshalb habe ich CSGO auf Englisch, ja. Aber sonst geht's dir gut, ja. Ja, wieso? Allgemein Schwachen. kann man CSGO auf Englisch spielen, das ist ja nichts. Nichts wirklich weiter dabei. Jetzt nicht besonders untypisch. Oh nee. Der Saftsack hat nicht angenommen. Ja, also wir spielen tatsächlich fast ausschließlich nur noch die kurzen Runden, weil das viel, viel geiler ist. Wenn du mal eine scheiß Runde dabei hast, ja, dann ist das halt blöd. Aber ist ja eh innerhalb von 20 Minuten meistens durch, das Ding. Deshalb, ich finde die kurzen Runden voll geil. Allerdings muss ich auch dazu sagen, seitdem ist es verdammt schwer, von den Low Elos runterzukommen. Also ich bin ja jetzt Silber 4. Da bist du früher, in Anführungszeichen früher, was ich, 2018, 17 oder weil ich angefangen habe mit Go. Bist du durchmarschiert, ohne mit der Wimper zu zucken. Jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so. Also hier drüben wird schon teilweise echt heftig gedrückt. Ah, genau, mit dem Headshot, da fängt der Takt gleich gut an. Was Gekko gerade für eine Aufgabe im Talk hat, das war mir auch. Ne, das spielt, glaube ich, Ich bin anwesend. Er spielt, glaube ich, Axe Landwirtschaftssimulator. Was das? Alles flüssig? Muss das so sein? Ja. Was du da an Zeit rein investierst, ist das der Wahnsinn. Was? LS. Ja, seid du mal ganz ruhig, Mr. 500 Stunden in TS. Ja, über 8 Jahre. Ja. Nicht über 3 Monate. Kommt doch. Ich sitze länger als 3 Monate. Gute Besserung. Das gibt's 6,5. Nee, letztes Jahr. Oh, Leute. Ende letzten Jahres. Wie viel schon? Stand jetzt. Warte. Klar, kann ich runterstellen. Was haben? 426 Stunden. Merkst du selbst. Nein, ich merke ja gar nichts mehr. Lass mich mit meinem John Deere in Ruhe. Okay, mal so gut Pistolen, das kann ich mir doch gar nicht mehr. Ich muss zugeben, also ich habe nicht viele Stunden in LS, ich glaube so 150 oder so, oder 130. Aber ich habe die auch in kürzester Zeit runtergewünscht. Also wo ich einmal drin war in dem Thema, da konnte ich mir aufhören, aber irgendwann ist es bei mir dann so ausgeartet, ich wollte jede mit. Das Sounds fällt schon die Ohren weg. Was? Du warst damals, als wir alle zusammen gezockt haben, warst du richtig pissig, als du deinen John Deere nicht bekommen hast, den du wolltest. Ja, das stimmt. Ich habe es jetzt mal noch Das leiser, war ne? eine wilde Zeit. Ja, das ist super Zeit damals. Marcel und ich halt ausgekundschaftet und ihr wart dann irgendwann dabei. Eigentlich ja, hat B. Ich hoffe, die Sounds passen jetzt. Ja, wie gesagt, ich habe Counter-Strike noch nie gestreamt, deshalb muss ich da erstmal reinkommen. Ich bin Johnny gefahren damals. Mr. Zeitung, ganz ruhig. Auf meinem Hof steht aktuell ein John
dir. 7810, bester Johnny. 6920 S und Fendt 800 Favorit. Favorit Vario. Was ist hier passiert? Warum nicht schon geblendet? Nee, Favorit Vario. Favorit. Favorit war mal ein Rapper. Ja, warte, ich sag doch gleich genau, was es ist. Es ist ein Favorit 818 Turbo Shift. Sounds sind jetzt besser, ja super, freut mich. Ja, ich kann das immer so schlecht einschätzen, ne? Ich bin da echt nicht gut drin. Cool Buyout, Junge, Empire ohne Skin. Weil ich zugeben muss, als ich jünger war, da ist viel Geld meiner Ausbildungsvergütung in Counter-Strike geflossen, leider. Für nix und wieder nichts. Oh, ist Full B. Ey, die kriegen das aber auch nicht. Ach, ich hab die auch gemutet, ne? Doch. Also einer war hier. Nur noch wir beide. Pick hier nicht, bin zu schlecht. Klatscherkick. Boah. Grisou 122, vielen Dank für deinen Follow. Ne, Abo heißt ja, Verzeihung. Da war er noch mal kurz auf Twitch. Ja, war noch kurz auf Twitch. Gerade aktuell mal ein bisschen was anderes als Merchants hier der BOS, aber auch ganz geil. Ja, ist aber so, wenn das ganz genau willst, bist du vom BOS ja gar nicht so weit weg. Nee. Ach, die Zeus! Was für ein geiler Motherfucker! Nice. Ui, ui, oh, oh. Ich hätte keinen Ack. Und Negev. Jetzt habe ich nicht hingeguckt, ich habe noch Waffen gegeilt, ich nutze. Was? Das Game hast du auf dem Handy gezockt? Counter-Strike kann man auf dem Handy spielen? Nee, es gibt sehr, sehr viele Abklatschers davon, die tatsächlich mittlerweile relativ ähnlich sind zu CS. Es gibt nur ein wahres. Grüße. Was hast du gut gemacht, ne? Von hinten. Warte, wie ist denn mit der Nägel? Ja, wollt aufhalten. Okay, dann geh schon bitte. Oh, Autotacker. Oh. Uah. Handwege schon. Sieht das aus? Sind alle da, oder? Zwei noch.
Stehe ich hier und keiner kommt. Ich habe gerade kein Kit. Vergessen. Alter Tommy. Christian, vier hast du noch nicht verpasst. Also gut, was heißt vier? Wir haben also ungefähr eine Stunde Weg weggespielt. Und jetzt hat es mich ja nach Counter-Strike verschlagen. Zusammen mit dem Marius. Hallo. Der ist wieder tot ist. Ist planting. Oh nee, leck mich doch. Das schafft nicht. Diffuse, diffuse. Maybe it's coming short. Oh. Haben sie jetzt auch noch spannend gemacht, die Geschichte, ja. War aber intensiv, du. Ach, kein Geld für Diffuse Kit. Sorry. Du hattest 750, du hattest genug Geld. Ja, jetzt habe ich auch kein Geld für Diffuse Kit. Aha. Kann man mehrere kaufen? Nee. Nee, man kann nur eins kaufen. Wobei das nicht schlecht wäre, wenn man das droppen könnte. Da steht wirklich die Autotacker, Mann. Boom. Weil die tackert. Ahahaha. Ist down. Da bringt er mal Jokes. I rotate A. Ja, ist glaube ich richtig. Mac in Epson. Krieg ihn wieder nicht. Ah, ich brauche eine ABP. Boah, Alter, ich spiele auch schlecht. Ne? Darfst du keinem mal zeigen, ja. Grüß dich, Yannick. Das ist jetzt bitter. Das ist hart, ja. Er nimmt natürlich die scheiß Autos nach Bord. Ja, für Wegberg bist du leider zu spät. Das haben wir vorhin gespielt. Ich hab. Echo, ne? Ach, shit. Das kam ein bisschen spät. Ja, ich hab mir selber auch erstmal Kevlar gekauft, bevor ich mitbekommen habe, dass das leider nicht drin ist.
alleine auf Phase. Nee, bist du nicht. Ich bin auch noch da, was willst du denn? Mitte nichts zu sehen. Er hat wieder eingezeust. Sind ein paar Schüsse in Apps reingefallen, aber kann dann von der Brücke hinten aus sein. In Apps drin. Mit. Saven. Waffe, 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 Waffe. Natürlich. Oh. Jo, ja, EM 2017 brauchst du nicht vorlassen, ist nämlich EM5, also ist das gleiche. Aber von den Mods her ist natürlich EM4 besser, weil es einfach viel, viel mehr Auswahl gibt. Wobei EM5 da jetzt durchaus aktuell im Kommen ist, also da. Einer hier gerade mit Echo. Na gut, aber EM5 wird halt mal technisch nie an EM4 rankommen. Nee, wird's auch nicht, aber es gibt. Zumal EM5 halt einfach noch dazu von der eigentlichen Entwickler Sterbe gelassen ist. Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, es gibt. Oder eigentlich gibt es ja bloß ein Projekt, was aktuell noch am entwickeln ist, und das ist Lüdenscheid, was ganz gut ist für EM5, aber das war's dann halt leider auch. Multiplayer-technisch ist EM5 allerdings EM4 überlegen. Weil es sich einfach besser spielt. Klar. Oh. Darf ich nicht gerade so ausreden? Oben durch. Die Negev ist echt lächerlich. 97 in 4. Wo war ich stehen geblieben? Habe ich wieder vergessen. Was habe ich gesagt? Lüdenscheid, EM5. Ach so. Ist Multiplayer-technisch überlegen, EM4. Ja, stimmt. Klar, Biofelde für EM4 ist auch richtig gut. Aber besser spielen tut sich natürlich EM5 hey, Multiplayer. Hey, hey, hey. Ja, über das kann ich da nicht beantworten, ob die Skriptstruktur bei EM5 schwieriger ist als ja. EM4. Keine Ahnung. Ja, wesentlich. Also EM4 hat ja so eine Mischstruktur von C++ mit eigenkombinierte Aussagen noch in der SDK etc. Und EM5 ist Programmiersprache technisch wesentlich anspruchsvoller. Das ist halt als Beispiel der Grund, warum jetzt Überfelde für EM5 schon seit Ewigkeiten so stockt. Weil sie einfach K programmieren. Also EM5 benutzt C++ und C und ich glaube dann immer noch eigene Aussagen dazu. Na, das war scheiße. Also grundsätzlich würde ich mich nie an das halten, was Marius schreibt. Ja, da hast du natürlich recht, aber das will ich machen. Das ist unsere Standardtaktik, jetzt tu nicht so.
5-7, Alter. Ja, was? 3-6, was soll ich sagen? Ah, okay. Sechs, acht, dann sind wir vier. Okay. So, Jungs, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen delivern. Mac-10-Bauer? Nein. Okay. AK-Power. Oh, das ist eine gute Runde hier. So, Mates haben es echt drauf. Ich muss sagen, auch wenn wir es verkacken, aber es ist eine gute Runde. Ja, sonst führen würde ich bezahlen, was soll ich sagen. Oh, das... Gaming TV, ja, mit Sicherheit. Dann würde allerdings trotzdem noch die grundsätzliche Komplexität vom EM5 Worldbuilder bleiben, was immer noch viele abschreckt. Allgemein ist es einfach wesentlich komplexer. Ja, wir hätten B gehen können, aber ist egal. Ich stehe ziemlich direkt vor A. Ja, ich hab's gesehen. Plante? Ja, saubere Sache, mal kurz. AK-Skills ausgepackt, nichts. Und wieder über Marius, alles ist gut. Dann ist die Welt hier wieder geordnet. Dann ist die Welt wieder in Ordnung, ja. Links im Gebüsch. Oh Leute, die spielen hier alle in der Ecke. Ja, EM5 ist einfach viel zu casual-lastig. Das ist das Problem, was EM5 damals zu Release hatte, was es immer noch hat. Und was sich natürlich auch nicht ändern wird. Selbst mit den besten Modifikationen bleibt ja das Grundspiel gleich. Und da fängt das an, dass es einfach viel zu träge ist, dass die ganzen Open-Mouse-Geschichten weggefallen sind und. Also das Grab, was sie sich da selber geschaufelt haben, das kann auch keiner mehr auslöffeln. Also da müssen wir mal entweder mit dem neuen Spiel delivern, was ich nicht glaube, weil ich denke, es geht eher in Richtung Mobile Game wieder. Ich gehe nicht davon aus, dass Mercy One jemals auf dem... Die haben Fördermittelgelder erhalten, also entweder müssen sie die zurückzahlen oder delivern. Ja, eher, ich denke eher, dass es Rückzahler wäre. Das kann natürlich auch sein. Aber das weiß man nicht, nur weil man nichts davon hört, heißt ja nicht, dass nichts mehr passiert, ne? Ja, Lüdenscheid EM5 ist schon nicht schlecht. Bist du Fusing? Weiß man. Ja, Lüdenscheid ist, wie gesagt, da echt schon ganz gut und eigentlich auch so der einzige Grund, warum EM5 überhaupt noch gespielt wird. Das ist traurig und wahr. 450 gewonnene Wettkämpfe. Nice one. Und sogar noch positiv. Ach, ich bin glücklich. Ja, was meint er? Wollen wir noch eine Runde spielen? Hä? Wollen wir noch eine Runde spielen? Guck mal hier.
Mets gewinnen, könnte ich mal wieder gerankt werden. Das wäre schön. Können wir machen. Wolltest du schon aufhören? Nö, aber man muss ja fragen, ne? Weil der Grundbau von EM4 nicht gemacht worden ist, um ihn weiter zu verwenden. EM4 ist skripttechnisch programmiert einfach sehr auf dem Stand von damals geblieben und ist heute einfach eigentlich so gesehen nicht mehr vertretbar programmiertechnisch. Auf der Basis hättest du nichts Neues entwickeln können. Können wir kurz über den Hänger reden? Mal kurz zur Festplatte neu gestartet, denkst du da? Kurz auf Windows XP. Mal immer was sachlich zu erklären, dann komme ihr. Wir haben dich erstmal sachlich erklären lassen, haben dann drauf rumgehackt, ja? Bist du etwas anderes gewöhnt? Ja, ist gut. Nee, tatsächlich nicht. Spasti. So, komm, nimm das Spiel an, dann kann ich mal ganz schnell wohin gehen. Was? Du musst für kleine. Ja, so in etwa. So ist es. Komm, bitte nehmt doch dieses Scheißspiel, danke. Okay, dann hören wir uns gleich wieder. Jo. Bis gleich. So, Chat, jetzt könnt ihr lästern. Genau. Jo, das Mikrofon ist nicht zu inhalieren da, Marius. Sag mal, sitze ich jetzt hier allein? Anscheinend, okay. Und wie war das? Nein, keine Sorge. Besser ist das. Oh, Johnny müde. Johnny fast müde, Johnny fast schlafen. Depp. Och, Mann. Gar nicht, nur wenn ich mal besorge. Ja, genau. Ja gut, okay, das ist ja prinzipiell rein objektiv, Nio. Rein subjektiv, Entschuldigung. Also, es gab mit Sicherheit da Menschen, die fanden EM5 von Anfang an besser als EM4. Das kommt ja halt immer drauf an. Man ist halt von EM4 relativ verwöhnt gewesen. Und dann hat EM5 für die damals typischen Launch-Probleme, wie sie die Spieler heute auch noch haben. Also, so Thema der One-Patches und so weiter. Tommy, was geht los? Tommy ist noch für kleine Tommys. Ja, meine Güte, Tommy wurde immerhin noch nicht für eine halbe Stunde aus dem Spiel verbannt. Ja, noch nicht. Noch nicht. Super. Nee, ach Mann. Jetzt geht das schon los. Ja. Was denn?
Ich habe versehentlich zwei Silageballen ausgepackt. Ah. Das ist schlecht, das ist ein Missionsball. Ah, fuck! Wurde die, ja. Wurde die letzte Frage im Chat schon beantwortet, aber machen wir gleich, wenn Marius hier durch ist. Hat ab. Ja, wurde beantwortet schon. Ageplant ist schlecht. War auch wieder mit Sprachfasching, aber sonst beantwortet. Marius, Klatscher Kick. Das oh! Hier, ey, ey! Was machst du? Hey, rechts! Marius! Was war das? Oh, das wäre noch einer. Hat sich kurz was bewegt. Ah, da war das knapp. Ah, ne. War nicht knapp, du hast verkackt. Ganze Psst. Ebene. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Du musst ein bisschen Spannung aufbauen. Das kann ich von Anfang an dominieren. Nein, das hat nichts mit Spannung zu tun. Das ist. Was ist das? Wir müssen die Runde gewinnen. Ich will gerankt werden. Weißt du, woran das mal wieder lag? Weil kein Headset hast. Deswegen. Ja. Nio, zu deiner Frage. Ich denke, das liegt aber drauf daran, weil, wie Evert Tommy schon gesagt hat, diesmal der Blickwinkel eher auf Casual-Spieler war. Also man hat halt dann gegen Ende hin zu wenig auf die schon vorher bestehende Community gehört. Na, gesehen da zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Entwicklerwechsel bei 16 Tons. Mittlerweile gibt es die Firma ja gar nicht mehr. Mittlerweile ist 16 Tons ja aufgekauft. Ah, der Marius, der macht mich fertig. Marius? Ja. Ja, verständlich. Abgibt es halt nicht so hell. Euch das soll. Du hast den Vertrag bekommen? Yep. Ja, oh. Die sind A. Ein Weitergang für die Gewerkschaft. Oh Leute. Mal alle bitte kurz ruhig. So macht man das, kann ich wieder reden. Boah, Junge, hatte ich jetzt Glück gehabt. Das war eigentlich mehr Lack als andere. Aber ist egal, Runde geholt. Wichtig und richtig.
Und jetzt kriege ich ihn nicht. 1B. Nice Shot. Oh! Oh! Nice. Kurz eine Reaktion bekommen, der hat richtig gut geschossen, ist der Kollege. Das Alter. Die Apps. Ich hab's angesagt. Sauber. Let's make this Reyes rain. Ja, die Emergency-Spiele fürs Handy sind ganz nett, aber meiner Meinung nach nichts, was man längerfristig spielen kann. Apps. Ja, gut, okay. Eine Emergency, was es auf dem Handy gab, das ist ja im Prinzip einfach nur eine Emergency-2-Portierung, die ist ganz nett. Ja. Aber halt mehr auch nicht, ne? Die ist nett. Ja, wie gesagt, kann man spielen. Ja, halt gerade woanders hat. Nicht, ja, gib her, wenn ich will's. Und ansonsten im Match CHQ ist halt. Ja. Schwierig. Warum? Tommy? Ja. Why? Was war das? Weiß nicht, da ist uns einfach ins Kopf geschossen. Ja, ja, I know. Das ist schon Spaß, Alter, direkt mal melden. Boah. Da rastet richtig aus. Ach, der ist doch tiefenentspannt. Was? Was geht denn mit ihm ab, Junge?
Was? Nee. Easy try. Boah. Waren es einfach zu viele. Sowas Idiotisches schon wieder. Ne, Wegberg kam schon. FD 112. Ich gebe zu, ich habe außer eben zwei nie eine Kampagne von der Mission C gespielt. Marius, wie sieht es bei dir aus? Welche Kampagne hast du gespielt? Keine. Okay. Also ich habe die Kampagne von M4 gespielt und teilweise die von Emergency 20. Und muss sagen, die Kampagne war schon ganz nett. War ganz cool. Emergency hat bei mir mit BFE angefangen. 1-2 damals. Und nie ohne Mods gespielt irgendwann mal, oder wie? Hallo Didi. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht mal so einfach eine Mission oder so, aber jetzt nicht. Ja, oder was? Warte ich mit Daisy spielen? Mich so erschrocken. Oh, komm, ne. Ja, wir spielen aber schon eine ganze Weile wieder CS. Also ich habe jetzt 12 Stunden, letzten 2 Wochen. Wieder voll dabei und nur die kurzen Runden, das ist voll geil. Denn wenn du da mal so eine richtig schlechte Runde dabei hast, dann ja, dauert es halt nicht so lange, bis du da raus bist. Ich finde das super. Blau und Grün haben sich mal wieder ganz doll lieb hier in der Match. Ach, meine Fresse. Oh, nee. Es war so, es ist so unnötig wieder gewesen, dass die sich. Ah, kotzt mich das an. Rechts auf deiner Seite, Tommy. Ja. Links auch. Eine Chance, Alter. Ist mir besonders noch, weil der Idiot sich hat so lange provozieren lassen. Alter, Marius. 93. Hätte ich ihn auch mal hitten können. Ja klar.
Play slowly, let them come. Okay, nichts mit Slowly. Go, idiot! Go! Du musst drauf. Du musst drauf, die haben doch diffused. Das hast du nicht gehört, ne? Hallo? Hallo? Hallo, okay. Kauf dir bitte eines Tages, kauf dir bitte wirklich mal ein Headset. Du würdest so viel besser spielen. Du hast es nämlich eigentlich drauf, aber so hörst du vieles nicht. Also gerade war bei mir der Blackscreen das Problem, aber okay. So, aber trotzdem. Oh, Dini macht mit, schön. Was ist das für eine Scheiße? Ah. K. Wir verlieren das noch, weil die sich so lange am provozieren lassen. Kotzt mich das an, wirklich. Sowas geht mir auf den Arsch. Denkt an die Streams. Ja. Manchmal kann ich nicht anhalten, es geht aber nicht. Das war ja eine Pro-Flash. Danach nachladen. Und dann fand ich mir abgeschossen. Werden. Rush Apps, Marius. Rush. Ah. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Marius. Ja, kann. Jedes Feuer ist nicht meins. So, okay. Marius, klick schief. Geh ich eigentlich vor? Schon krass, wenn man daran denkt, dass in einfach umgekehrt zu spielen das gut Advents ist. Der was? Mal kurz, lass mal ganz kurz spielen, bitte. Psst. Short AWP. Now long. Oh, I think he saved. Unentschieden haben wir schon mal. Gib ihn mal weiter. Bitte die AWP. Sein willst du spielen. Oh nein. Dann gibst du zurück, wenn du nicht spielen willst. Das haben nicht.
Na gut, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich gehe jetzt mal pennen. Alles klar, mach's gut. In Apps und Shotgun. Ciao. Hallo. Hallo, Didi. Hallo. Warte Sekunde. Oh, wir haben so ein Joel. Schön. Oh, Gott sei Dank. Hallo Didi, wie geht's? Wie steht's? Gut. Ah, das freut mich zu hören. Alles bestens. Leck mich am Arsch, ich bin Silber 4. Bitte, was sagst du? Marius Rank abbekommen, Ich nicht. Traurig. Silber? Bist du auf Silber gekommen? Ich? Ja. Hast du mal wieder gespielt, Counter-Strike in letzter Zeit? Wow, schon ewig nicht mehr. Die drücken ihr Leben weg jetzt auf der Elo. Kommst nicht mehr hoch. Echt richtig krass. Also die drei Siege jetzt in... waren es vier? Vier waren es eigentlich. Das ist jetzt mal wieder echt eine Wohltat, weil sonst ist echt nicht so einfach tatsächlich. Muss das Game mal leiser machen. Ich muss auch kurz was haben. Sonst leak ich wieder Dinge, die ich nicht leaken will. Alle gelb, ich bin blau. Ich bin aber raus bei noch einer Runde. Was? Du spielst jetzt nicht mit? Nach der Runde. Nee. Ach, Marius. Katastrophe. Ich will eigentlich... Muss ich das wieder mal neu? Müssen wir ganz kurz hier was ändern. Full Screen Window. Ob Counter-Strike jetzt erkennt. Ja, nee. Counter-Strike erkennt der mit Dings nicht. Nee, macht auch nicht, musst du immer mit OBS. Bildschirm machen. Weil der erkennt OBS als Drittsoftware an. Na, dann machen wir es halt so. Ja, perfekt. Ja, spielen wir zu zweit. Wenn es geht. Ja. Nee. Ich bin bestimmt noch zu hoch. Ja, was bist du? Weiß ich nicht, was ich zuletzt war. Du hast ja gar keinen Rang. Das zählt ja nicht. Ich glaube, weil du gar keinen Rang hast. Kann das sein? Kann durchaus sein, ja. Ah, shit. Marius, du musst doch mitmachen. Nee, ich hau mich jetzt aufs Ohr. Oh, du bist da. Was bist denn du zum Samstag, Alter? Ja, dann musst du erstmal eine alleine machen, dann. Ja. Mache ich aber auch den Stream aus. Guck mal nachher noch eine Runde fürs Zocken. Marius, mach's gut. Tschüss. Mach's gut, Marius. Erstmal die paar Leute, die noch da sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal wieder ein bisschen Emergency und macht's gut. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Denner. Wow.